Hallo, herzlich willkommen bei mir in der Küche. Heute zeige ich euch, wie ich diesen leckeren und einfachen Bananenkuchen mit Mandeln gebacken habe. Dieser Kuchen ist ideal für die Verwendung reifer Bananen. Meistens backe ich diesen Kuchen abends, damit er über Nacht noch schmackhafter wird. Zimmerwarme Butter, Zucker und Prise Salz schlage ich auf. Nach und nach gebe ich die Eier dazu. Die reife Banane zerdrücke ich mit der Gabel, gebe dazu Mandelextrakt und verrühre gut. Dann gebe ich dieses Püree zu der aufgeschlagenen Butter-Eier-Masse. Jetzt rühre ich die Haferflocken unter. Das Mehl und den Backpulver siebe ich und rühre die unter. Zum Schluss gebe ich die gemahlenen und angerösteten Mandeln dazu und verrühre alles gut. Den Teig gebe ich in die vorbereitete Form und backe den Kuchen in dem vorgeheizten auf 170 Grad Backofen 45 bis 50 Minuten, bis kein Teig am Stäbchen mehr haften bleibt. Den Kuchen stürze ich ab und lasse den abkühlen. Der super leckere und einfache Bananenkuchen mit Mandeln ist fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Video.